Social Movie Night heißt es wieder in Berlin und diesmal zu Pitch Perfect 2. You can buy me diamond earrings and na 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 na. Zwei tolle Co-Hostinnen dabei. Einmal die wunderbare Hello Chris. Hello. Du bist extra aus Köln gekommen, mit 40 Leuten im Bus angefahren. Und die wirklich sehr tolle Mirella von Mirella Tief Egal macht auch heute Abend mit. Aber die probt gerade noch Backstage. Wir haben heute A Cappella auf der Bühne, die Flying Steps Academy tritt auf. Und wir haben Rebel Wilson, also Fat Amy dabei und Elizabeth Banks, begnadete Schauspielerin und Regisseurin des Films Was will man mehr? Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du dich auch. Ich freue mich total drauf. Ich liebe Social Movie Nights. Jetzt los geht's. Brother, I'm peaking. I've been going blind. And you seen him, they just turning up where I've been in. Where I'm elevating, no ceiling, two meanings. Yeah, I'm drop top scheming in my own lane, so I'm peaking, teaming. No, we burning up, hot like we green steaming in a solar truck. Guess I'm on my way up. Herzlich willkommen zu einer weiteren Social Movie Night. Und vielleicht sollte ich das auch hier mal erklären. Das hat gleich was mit einem Act zu tun, den wir hier eigens gebucht haben. Die Flying Steps Academy bringt natürlich auch neue Talente hervor. Von daher bitte einen ganz, ganz riesen Applaus für die jungen Menschen von den Flying Steps der Academy! Nein, sie hat nichts drunter. Oh mein Gott. Die Tore zur Hölle öffnen sich. Die Bellas sind suspendiert. Die europäischen Champions ersetzen euch. Wir sind Sound Machine. Wie sollen wir denn mit denen mithalten? Ich bin hier nicht für die Ideen zuständig. Ich bin nur die heiße Chica. Ah, ich bin sicher, dass ich die heiße bin. In your face. Pitch Perfect, nicht nur Tanz, sondern in erster Linie natürlich auch Gesang. Und von daher gibt es jetzt auch Musik. Also bitte mit einem ganz, ganz großen Applaus. Hier ist Mirella und Five of a Kind. This ice cold Michelle Pfeiffer, that white gold. I was a liar, I gave him to the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days to Friday. Damit haben wir schon einen Host hier auf der Bühne. Wie war das, als du Pitch Perfect 1 das erste Mal gesehen hast? Es war so. Meine Damen und Herren, bitte einen ganz, ganz riesengroßen Applaus für Chrissy! Einen riesen fetten Applaus bitte für Robert Hofmann! Robert. Wir haben jetzt hier 2 neue Gesichter jetzt im Zusammenhang mit der Social Movie Night. Wie kam das zustande? Na, zum einen ist es natürlich, dass Pitch Perfect auch ein Film ist, der irgendwo auch eine weibliche Zielgruppe erst in erster Linie interessiert. Und dann finde ich es aber schön, wenn du sagst, dass es so viele Männer gibt, die das lieben. Wir beide auch, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben sehr gelacht, als wir den schon gesehen haben. Vorstellen, die dafür zuständig sind, dass es diesen Film gibt. Einen riesen Applaus für den Produzenten Max Handelman, Rebel Wilson, Elizabeth Banks! Thank you! Always fun working with all the great Barton Bellas. Rebel Wilson in particular. The one and only Fat Amy. I've been learning some German today, so I wanted to say Achtung Berlin, ich liebe dich!
wünsche euch im Namen unserer ganzen Crew hier jetzt viel Spaß bei Pitch Perfect 2. Dankeschön! Never trust a big button smile, that girl is poison. Here we go, yo, here we go, yo. So what's the scenario? Am besten, ihr geht gleich auf. Also ehrlich, denkt ihr, wir gruseln uns vor euren Netzhemden? Gothics wie euch verspeise ich zum Frühstück. Bam. Welch eine Inspiration für Mädchen auf der ganzen Welt, die zu hässlich sind, um Cheerleader zu werden. Es ist tatsächlich einer der besten Filme, die ich bis jetzt auf der Social Movie Night gesehen habe. Alter, ich hatte richtig Gänsehaut. Der hat mich richtig geflasht. Ohne Scheiß. Der letzte Auftritt. Boah, ohne Kack. Das war richtig geil. Ein Film, den ich jedem empfehlen kann. Also ich fand es erstaunlich, dass die Rebel Wilson genauso lustig war wie eigentlich auch in dem Film, ne? Ich glaub, war lustig? Ich fand es, ja. Cool. Ja. Man war die ganze Zeit unterhalten, hat sich nicht gelangweilt und ja, das war einfach mega cool. Ich bin eigentlich sehr oft glücklich nach Social Movie Nights, aber heute war drei Sahnehäubchen drauf, weil der Film sehr lustig war. Die Leute sind extrem mitgegangen, sie haben sehr gefeiert danach. Er ist so gut angekommen, wie man es sich im Vorfeld erhofft. Jetzt gibt's Torte. Schatz!